Sie wollten schon immer mal lässig auf einer Liege lungern und ganz in Ruhe Autoverkehr beobachten. Dieses spezielle Rauschen einfach mal genießen? Dann kommen Sie nach Erfurt. Denn hier wurden Relax-Bänke direkt an die Hauptverkehrsstraße gestellt. Die Leute sind begeistert. Das wäre mir zu laut. Ja, also mir auch. So mitten auf der Straße. So auch nicht gesund. Nein, die Abgase. Wir setzen uns lieber im Garten. Ist ein bisschen laut mit den Autos. Ich glaube, wenn vom Thai Essen da wäre, wäre auch noch nett. Wobei die Autos sind schon noch präsent. Aber so würde ich hier nicht sitzen wollen. Nein. Wer hatte denn die Idee gehabt? Die Stadt Erfurt. Sie plant eine große grüne Umgestaltung der Clara-Zetkin-Straße. Und die Relaxbänke sind der Anfang. Pittoreske Blumenkübel zum Schutz vor Autos runden das urbane Gartengefühl perfekt ab. Es kostet auch nur 50.000 Euro. Viele Stadträte in Erfurt sind voll des Lobes und sagen dazu: Grandiose Steuerverschwendung, also das ist ja. Und dann stellt man Bänke an der Hauptverkehrsader, ist aus meiner Sicht genau dasselbe, wenn man vor der Autobahn grillen würde. Man hat Abgase, man hat normalen Straßenstaub. Wer möchte sich da mit seinem Kleidchen als Frau auf so eine Sitzmöglichkeit setzen? Gell? Ich glaube, Gemütlichkeit ist was anderes. Gemütlich war gestern. Hier zählt beim Chillen der Erlebnisfaktor. Direkt an der Relaxbank tobt das Leben. Die Planer der Stadt Erfurt freuen sich jedenfalls, dass ihre grüne Relax-Oase so gut ankommt. Wir als Planer machen einen Plan, gucken da drauf und finden ihn immer ganz schön. Wir haben aber auch festgestellt in der Vergangenheit, dass Leute solche Pläne nicht immer lesen können. Dabei ist nicht hören können viel wichtiger. Tja, chillen in der Stadt will gelernt sein. Man muss sich auch etwas Mühe geben. Aber ist schon ein bisschen laut, oder? Wenn wir die Straße fertig umgebaut haben, wird es aber auch ein bisschen leiser werden. Da kommt ein Flüsterasphalt rein. Ja, super. Dauert nur noch 2 Jahre. So lange kann man sich ja behelfen. Kommen Sie nach Erfurt zum Straßenchillen. Was an der Mediathek oft kritisiert wird, ist ja die fehlende Kommentarfunktion. Und mir ist das Feedback trotzdem wichtig. Also habt ihr jetzt die Gelegenheit, verbal zu kommentieren. Und zwar ab jetzt. Ja, das sind ganz wichtige Punkte. Ich nehme mir das alles sehr zu Herzen. Was wir daraus machen, seht ihr hier bei uns in der Mediathek.